Steuern sparen mit dem häuslichen Arbeitszimmer. Ein Arbeitszimmer ist ein Raum, der ausschließlich für die Arbeit genutzt wird. Private Dinge wie Bügelbrett oder Fitnessgerät haben dort nichts zu suchen. Die Kosten für eine abgetrennte Arbeitsecke im Wohnzimmer mindern die Steuer hingegen nicht. Susanne ist Architektin. Den wesentlichen Teil ihrer Arbeit erledigt sie in ihrem Arbeitszimmer. Daher kann sie die Kosten für das Arbeitszimmer abziehen. Dafür berechnet sie erst den Anteil des Arbeitszimmers an der Wohnungsfläche. Dann ermittelt sie folgende Kosten. Die anteiligen Mietkosten des Arbeitszimmers mit Nebenkosten wie Gas und Wasser sowie die Kosten für Strom. Bei eigenen Immobilien kann sie zusätzlich anteilig die Zinsen für Bau- und Kaufdarlehen und dazu die Abschreibungen absetzen. Auch die Kosten für Renovierung lassen sich anteilig absetzen. Karl arbeitet im Außendienst. Er hat bei seinem Arbeitgeber keinen Arbeitsplatz und bereitet deshalb seine Kundenbesuche im eigenen Arbeitszimmer vor. Seine wesentliche Arbeit leistet er bei den Kunden vor Ort. Deshalb kann er, anders als Susanne, die Kosten nur bis zum Höchstbetrag von 1.250 Euro ansetzen. Hätte Karl auch bei seinem Arbeitgeber einen Schreibtisch, könnte er keine Kosten für sein Arbeitszimmer absetzen. Wenn Susanne in ihrem Arbeitszimmer eine Aus- oder Fortbildung über längere Zeit vor- und nachbereitet oder als Vermieterin von zu Hause aus tätig ist, gilt dieser Höchstbetrag ebenfalls. Übrigens, Büromöbel können Karl und Susanne immer als sogenannte Arbeitsmittel abrechnen. Das geht auch, wenn das Finanzamt das Arbeitszimmer nicht anerkennt.